Sakshibhav-Meditation. Sakshibhav-Meditation ist eine Form der Beobachtungsmeditation. Meditation ist etwas, mit dem man zur Ruhe kommen will, in das Zentrum seines Wesens kommen will, höhere Bewusstseinsebenen erfahren will. Es gibt viele verschiedene Meditationen und Sakshibhav ist eine dieser Meditationen. Bhav ist die Abkürzung für Bhava. Und Bhava bezeichnet im Sanskrit eine bestimmte Einstellung, bezeichnet eine bestimmte innere Gefühlsverfassung. Bhava, also mit einem langen A am Anfang, ist insbesondere die Grundstimmung. Und Sakshi heißt Zeuge und Beobachter. Sakshi Bhav ist also die Einstellung einer inneren Stille. Also die Gefühlseinstellung, eine bestimmte Gemütsregung, ein Gemütszustand. Die Sakshibhav-Meditation ist also eine Meditation, die darauf beruht, alles zu beobachten. Sakshibhav-Meditation ist eine andere Bezeichnung für die Achtsamkeitsmeditation. Es gibt verschiedene Formen von Sakshibhav-Meditation. Zum Beispiel kann man das, was man beobachtet, benennen. Und man kann auch das, was man beobachtet, lokalisieren. Man kann Gefühle beschreiben, indem man sagt, Empfindung im Herzen. Oder statt zu sagen, dass man etwas sieht, kann man sagen, Wahrnehmung in den Augen oder Wahrnehmung in den Ohren. So gibt es verschiedene Formen von Sakshibhav-Meditation, die alle helfen sollen, dass man aufhört, sich zu identifizieren mit dem, was man denkt, dass man die Einstellung eines Beobachters bekommt, um sich schließlich von allem Beobachtenden zu lösen, um schließlich sich selbst zu erfahren als reines und unendliches Bewusstsein.